Herzlich willkommen im GID-Lab. Herzlich willkommen zur Interviewreihe Schöne neue Welt. Mein Name ist ja Martin Viada und heute ist das zweite von vier Gesprächen über die Chancen und Grenzen des medizinischen Fortschritts in Geschichte und Gegenwart. Vier Gespräche mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Disziplinen und Forschungseinrichtungen, die alle eines gemeinsam haben. Sie beschäftigen sich mit spannenden Fragen rund um Medizingeschichte und Medizintechnik. Zusammengebracht hat sie die Initiative Geisteswissenschaft im Dialog. Heute sitzen mir Axel Jansen und Claudia Rösch virtuell gegenüber. Herr Jansen ist habilitierter Historiker und Experte für die Geschichte der USA seit dem 18. Jahrhundert. Frau Rösch hat Geschichte, Anglistik und Amerikanistik studiert und zu mexikanischen Einwandererfamilien in den USA zwischen 1920 und 1980 promoviert. Beide arbeiten am Deutschen Historischen Institut in Washington. Herr Jansen als stellvertretender Direktor, Frau Rösch als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Frau Rösch, Herr Jansen, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Frau Rösch, ich würde gerne mit Ihnen einsteigen. In Ihrer aktuellen Forschung geht es um die Familienplanung, um deren Geschichte und Gegenwart. Was macht das Thema für Sie so spannend? Erstmal herzlichen Dank für Ihre ausführliche Vorstellung und auch herzlichen Dank für Ihre Frage. Das Thema Familienplanung wurde für mich so spannend, weil ich mich gefragt habe, wann eigentlich im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde Familie etwas Planbares? Also wie sind eigentlich die Ideen, die wir heute von Familie haben, sodass die ideale Familie 2 bis 3 Kinder hat, dass es möglich ist, genau zu steuern, wie viele Kinder man kriegt, dass es technologische Möglichkeiten gibt, dem nachzuhelfen. Wann hat sich eigentlich die Idee durchgesetzt? Also einfach überhaupt, dass es den Begriff Familienplanung gibt und wie dabei technologische Möglichkeiten, technologischer Fortschritt und gesellschaftlicher Wandel zusammenhängen. Das war die Ausgangsfrage, mit dem ich an das Projekt herangegangen bin, dass sich jetzt mit der Geschichte der Familienplanung in Deutschland oder der Etablierung der Familienplanung in Deutschland seit 1945 im nationalen Kontext beschäftigt. Also das heißt, ich schaue auch, wie internationale Entwicklungen und besonders Entwicklungen in den USA die Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland beeinflusst haben. Ja, herzlichen Dank. Sie haben eben gesagt, es gibt einen engen Zusammenhang zum technologischen Fortschritt und gesellschaftlichen Wandel, wenn wir über Familienplanung sprechen. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Mhm. Genau, also was ich damit meine, ist einerseits, dass um überhaupt Familie planen zu können, bestimmte technologische Ausrüstung gibt. Also dass es Verhütungsmittel gibt, die so sicher und so zuverlässig sind, dass sie überhaupt eine Familienplanung möglich machen. Dass es im zweiten Schritt Methoden gibt, die auch dann eine oder neue Reproduktionstechnologien gibt, die auch dann Familienplanung möglich machen, in dem Fall, dem es auf natürliche Weise nicht klappt. Und dieser technologische Fortschritt entwickelt sich rasant im Laufe des 20. Jahrhunderts. Also es gibt einen ersten Schub in den 1920er, 30er Jahren mit der Entdeckung des weiblichen Zyklus, der Erfindung von Diaphragmen, der Vulkanisierung von Gummi, so dass also die Herstellung von Diaphragmen von Kondomen möglich wird. Dann der nächste Schub findet in den 60er Jahren statt mit der Entwicklung der Antibabypille und der Spirale und dann seit den 80er Jahren mit assistierten Reproduktionsmöglichkeiten. Und wie dieser Wandel mit gesellschaftlichem Wandel zusammenhängt, das interessiert mich in meiner Forschung. Das ist dann in der Tat sehr spannend, inwiefern der technologische Fortschritt den gesellschaftlichen Wandel auch treibt, inwiefern aber auch der gesellschaftliche Wandel den technologischen Fortschritt fordert und seinerseits
treibt. Ich würde an der Stelle gerne Herrn Jansen ins Gespräch mit einbeziehen. Sie beschäftigen sich mit den Debatten über Stammzellen und übers Klonen. Und Sie sagen, diese Debatten seien in Deutschland ganz anders verlaufen als in den USA. Und Sie sagen, in den USA sei es irgendwie offener gewesen, Herr Jansen. Kann man das so sagen? Ja, also die Stammzellenforschung und das Klonen sind ja interessante Fälle für Wissenschaftsentwicklungen, die in vielen Ländern im Grunde parallel laufen, weil Forscherteams in vielen Ländern an diesen Problemen, über diesen Problemen schwitzen und versuchen, Ergebnisse zu erzielen. Und die Reaktion, die politische Reaktion und auch die Regulierung dieser Forschung findet dann aber jeweils in konkreten politischen Entitäten statt, in Nationalstaaten. Das ist natürlich auch schon lange so herausgestellt worden von Politikwissenschaftlern, dass das so ist, die natürlich auch immer wieder darauf hingewiesen, wie die Sache dann in unterschiedlichen Ländern angegangen wurde. Und wenn man nun die USA und Deutschland vergleicht, dann lässt sich beobachten, dass in Deutschland natürlich im Grunde genommen mit dem Embryonenschutzgesetz von 1990, das 1991 in Kraft trat, viele Entscheidungen schon getroffen waren und man schon prinzipiell eine Haltung eingenommen hatte zum Thema Forschung mit embryonalen Zellen und gewissermaßen diese Entscheidung nur erweitert hat auf das neue Thema Stammzellen, das dann ab, also Klonen 1997, Stammzellen 1998 mit der Isolierung von menschlichen embryonalen Stammzellen 1998 mit aufs Tapet kam. Und in den USA ist die Dynamik eine ganz andere, weil auch sozusagen das gesellschaftliche, politische Framing dieses Themas ganz anders lief als in Deutschland. Und ich würde schon sagen, dass es offener war und auch mehr darum gerungen wurde politisch, wie damit zu verfahren ist. Ob es am Ende nun erfolgreich war oder nicht, das steht auf dem anderen Blatt. Sie sagen aber auch, für die Biologie ist der Hype um Stammzellen immer wieder ein Problem gewesen, auch in den USA. Und Sie sprechen von fragwürdigen medizinischen Entscheidungen, die dahinterliegende Forschung zu schädigen droht und umgekehrt. An was für Entscheidungen denken Sie da? Also zur Hochzeit der Debatte über Stammzellen und Klonen, die ja ungefähr, also die parallel läuft, im Jahr 2000, 2001, 2002 folgende, gab es immer wieder Situationen, in denen diejenigen Forscher, die sozusagen im Zentrum der Forschung an der Vorantreibung auch der Theoriemodelle beteiligt waren, nicht nur das Problem hatten, dass sie versuchten auf der einen Seite sozusagen dafür zu werben, dass die Öffentlichkeit ihre Forschung unterstützt, sondern sie mussten auf der anderen Seite sich eben auch damit auseinandersetzen, dass es plötzlich so viel Dynamik in ihrem Forschungsfeld gab, sehr viele junge Forscher, die auch mitunter unerfahren waren, auf dieses neue Pferd gesetzt haben und sehr schnell publiziert wurde, es von Journals auch die Bereitschaft gab, halb ausgegorene Sachen auch gerne mal zu publizieren, sodass also diese überstürzte Forschung teilweise dann auch wieder einzufangen war, weil das wieder sozusagen ein politisches Problem erzeugte. Also zum Beispiel eine Debatte über die angebliche, also das war 2000, 2001, die angebliche Flexibilität adulter Stammzellen, die angeblich gezeigt worden war von verschiedenen Laboren. Es stellte sich aber heraus, dass diese Flexibilität dieser adulten Stammzellen nicht wirklich nachgewiesen werden konnte. Währenddessen hatten aber konservative Gegner der embryonalen Stammzellenforschung in den USA diese Argumente aus der Forschung genutzt, um sie gegen die Forschung in Stellung zu bringen. Und sozusagen in dieser vertrackten Situation gab es also dann mehrere Fronten für die Forscher. Es gibt noch weitere Beispiele, zum Beispiel auch beim Klonen. Aber der Unterschied ist eben, dass überhaupt solche Debatten in den USA in der Form geführt worden, während, wie Sie dargestellt haben, in den USA, in Deutschland eben viele dieser Debatten eigentlich gar nicht erst so weit kamen. Ich würde an der Stelle gerne kurz auch auf Follower-Fragen zu sprechen kommen. Sie haben im Vorfeld beide im GID-Blog schon einiges über Ihre Forschung berichtet. Das ist ganz wichtig, denn über den Blog und über die sozialen Medien kommen dann Follower die Gelegenheit, im Vorfeld unseres Gesprächs Fragen einzubringen.
Insofern bestimmen nicht wir drei alleine, über was wir heute sprechen, sondern die Follower bestimmen ganz entscheidend mit. Und die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, geht auch an Sie beide. Denn Sie beide setzen sich in Ihrer Forschung, wir haben es gehört, ja auch immer damit auseinander, ob alles erlaubt sein sollte, was technologisch, medizinisch möglich ist und wie sich die Debatten über das, was erlaubt sein sollte, von Gesellschaft zu Gesellschaft unterscheiden. Und da zitiere ich mal aus einer Follower-Frage. Zitat, für mich hat es den Anschein, dass Debatten à la pro-life und versus pro-choice im Kontext der Familienplanung in den USA energischer geführt werden beziehungsweise mehr Beachtung finden. Außerdem wirkt es auf mich, als seien dort mehr Stimmen auf Seiten des konservativen Lagers zu finden, während offenbar andere ethische Themen wie Stammzellenforschung, Gentechnik etc. in Deutschland konservativer behandelt werden. Bitte kommentieren Sie meine Wahrnehmung und diskutieren Sie die Gründe für die eventuellen Unterschiede. Das ist ja interessant. Also auf der einen Seite eine konservative Diskussion in den USA, wenn es um Familienplanung geht, wenn es um das Thema Abtreibung geht. Auf der anderen Seite eine sehr konservative Situation in Deutschland, wenn es um Thema Stammzellenforschung oder Gentechnik geht. Sehen Sie das genauso? Ist das gut beschrieben von der Followerin, Frau Rösch? Ja, also ich würde dem zustimmen, dass es auf jeden Fall in den USA eine lautere Meinung gibt, was die Ablehnung von reproduktiven Rechten, dem Recht auf Abtreibung, aber dem davon ausgehend auch weiter die Ablehnung der Finanzierung von Verhütungsmitteln, etwa durch Krankenkassen, in den USA gibt, als es die in Deutschland gibt. Das ist definitiv der Fall. Es gibt auch viele Studien, medienwissenschaftliche Studien von zum Beispiel von Maxine Ferrey, die nachweisen, wie es einfach die organisierte Anti-Abtreibungsbewegung in den USA geschafft hat, in die Medien zu kommen und laut wahrgenommen zu werden, wobei dennoch natürlich hier aktuelle Meinungsumfragen zeigen, dass um die 60% der Befragten Roe v. Wade, also das Supreme Court-Urteil, das die Abtreibung legalisiert hat, unterstützen. Dennoch ist aber die Republikanische Partei momentan, hat sich einem Pro-Life Standpunkt verschrieben. Also das heißt, es gibt, die konservativen Stimmen werden dahingehend von der Republikanischen Partei aufgesogen und sie sind einfach im Diskurs hier sehr viel lauter als in Deutschland, wo einfach auch das Thema bis auch von der AfD, von einer Partei so explizit besetzt wird, wobei selbst bei der AfD, die sich selbst in ihrem Parteiprogramm von 2015 als Pro-Life-Partei bezeichnet hat, diese Forderungen im Vergleich zu der Debatte über die Forderungen der AfD zum Thema Einwanderung, zum Geschichtsbild und zur Frage der inneren Sicherheit komplett untergehen. Also es ist einfach eine Sache, die in der Bundesrepublik momentan einfach sehr wenig diskutiert wird, auch wenn es in der Bundesrepublik eine aktive Anti-Abtreibungsbewegung gibt, die aber zahlenmäßig einfach viel kleiner ist, viel weniger wahrgenommen wird. Herr Jansen, wie erklärt sich das, dass ein Land wie die USA gleichzeitig so progressiv sein kann und gleichzeitig so konservativ? Bei dem einen Thema unglaublich liberal, wenn wir über Stammzellenforschung reden, bei dem anderen Thema unglaublich konservativ. Sind das einfach die zwei Seiten des Landes oder wie erklärt sich das? Ja, das ist schon eine interessante Situation im Grunde genommen. Also ich denke, im Hintergrund steht ein Thema, über das Frau Rösch und ich uns auch immer wieder unterhalten haben. Also die besondere Bedeutung der Abtreibung für die USA, für die konservative Rechte in den USA, die einfach nochmal zentraler ist als in Deutschland. Und zu einer Art Litmus-Test auch gemacht wird für Konservativität. Und das ist gewissermaßen der Frame, durch den vieles betrachtet wird. Und nun ist es in den USA aber dann doch gleichzeitig auch so,
dass Dinge auch in unterschiedlichen Kontexten gehalten werden können. Und also auch die Stammzellenforschung, weniger das Klonen, aber gerade die Stammzellenforschung wird ja auch von den Gegnern, vor allem aus der Haltung zu Embryos her gedeutet. Und es wird also verneint, dass man mit humanen embryonalen Stammzellen forschen können soll. Und das dahinter steht natürlich das Abtreibungsproblem, aber gleichzeitig ist die Frage, was daraus folgt. Bietet, wer was ermöglicht. Und in Deutschland läuft der Weg dann eher über eine Gesetzgebung, die es auch sozusagen strafrechtlich regelt, was gemacht werden darf. In den USA wird klassischerweise ein anderer Weg gesucht, weil auch zu Hochzeiten der Stammzellendebatte in den USA ja nicht darüber gestritten wurde, was unter Strafe zu stellen ist, sondern es wurde darüber gestritten, was die Regierung in Washington mit Steuergeldern fördern können soll. Und zwar über die National Institutes of Health, die solche Forschung hier in den USA normalerweise sonst fördern würden, analog etwa zur deutschen DFG. Der Streit ist also schon mal zwar sehr intensiv geführt in den USA, aber effektiv erstreckt sich dann die Konsequenz dann doch nur auf die Förderung. Denn wie gesagt, um ein Verbot ging es dabei nicht. Ein Verbot wurde diskutiert im Zusammenhang des Klons, aber auch da wurde man sich nicht einig und dementsprechend gibt es auch kein Verbot. Und also das ist sehr wichtig dann dazu zu stellen, dass es zwar einerseits diese konservative Haltung gibt, aber die Frage ist auch, in welchen Bereichen kann sich das dann überhaupt artikulieren? Aber diese grundsätzlich liberale Haltung finde ich an der Stelle schon sehr interessant. Im GID-Blog haben Sie geschrieben, die Entwicklung der Vereinigten Staaten als Nationalstaat sei auch durch die Profession und die Wissenschaft besonders geprägt worden. Ich zitiere Sie mal, seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Bedeutung von Wissenschaft für die USA noch einmal gestiegen, vor allem durch die Physik. Kann man sagen, dass die Rolle der Wissenschaft in den USA nochmal eine andere ist als in Deutschland? Die Frage geht auch an Sie beide, vielleicht zunächst Herr Jansen. Gibt es da Unterschiede, was die Rolle der Wissenschaft angeht? Also zumindest kann man für die USA sagen, dass das 20. Jahrhundert nochmal eine besondere Bedeutung haben. Die USA sind ja im 19. Jahrhundert sozusagen ein emergierender Nationalstaat. Also im Grunde noch, man könnte auch argumentieren, noch nicht wirklich ein Nationalstaat, sondern ein Land, das Raum greift und im Entstehen begriffen ist. Und die führende Wissenschaftler im 19. Jahrhundert haben eigentlich auch immer unter dem Eindruck gelebt, dass sie erst zukünftig die Wissenschaft auch wirklich in einem zukünftigen Nationalstaat würden verankern können. Aber die Sache hat sich natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg entschieden gedreht durch die Rolle der Physik, gerade auch in der durch den Einsatz der Nukleartechnologie, Stichwort Atombombe, und die Bedeutung, die die Physik damit auch für den Krieg erhielt. Also die Physik war dann seit dem Zweiten Weltkrieg so eine Art Leitwissenschaft, die auch die öffentliche Förderung von Wissenschaft damit mit ermöglicht hat. Denn Wissenschaft war ja, hat sich erst seitdem gedreht. Das ist in Deutschland ja ganz anders. Die öffentliche Förderung auf regionaler und staatlicher Ebene geht ja weit zurück. Und in den USA aber nicht. Und man könnte, also sehr grob gesprochen könnte man sagen, und das hat mich auch immer wieder interessiert, wenn man sich nun interessiert für die öffentliche Rolle von Wissenschaft in den USA insgesamt, dann könnte man doch sagen, vielleicht, dass die Physik eine Art Leitwissenschaft war bis in die 60er, 70er Jahre, auch vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, wohingegen die Biologie sie dann immer mehr ablöst seitdem. Und die Biologie stellt aber ganz andere Fragen an die Öffentlichkeit, als die Physik es tut, und eröffnet auch ganz andere Konfliktpotenziale. Und das hat mich immer sehr interessiert an dieser Entwicklung. Das heißt, seitdem ist die Wissenschaft auch in den USA umstrittener, seit die Biologie mehr Fragen an die Gesellschaft stellt? Ich würde schon sagen, dass das so ist. Ja, also es wird auch offener gestritten. Also Streit ist ja auch gut, solange man auch dann weiß, wohin es dann gehen soll. Aber es gab weniger Streit und also gerade im Zusammenhang zum Beispiel zu Debatten über also Genmodifizierung in den 1970er Jahren, also RDNA, die Debatten darüber, die in den USA geführt wurden, hatten viele auch den Eindruck, wir müssen eigentlich noch Streit nachholen, den wir damals
im Kontext der Nukleartechnologie nicht geführt haben. Frau Rösch, wie nehmen Sie die Debatte über Wissenschaft in den USA wahr im Verhältnis zur Debatte in Deutschland? Ich würde sagen, ein wesentlicher Unterschied zwischen den Debatten in den USA und Deutschland ist einfach der unterschiedliche Umgang mit der Erfahrung im Zweiten Weltkrieg oder die unterschiedliche Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. Also, wie Herr Janssen schon gesagt hat, in den USA entwickelt sich die Physik als Leitmedium auch aufgrund der Kalten Kriegskonstellation und der Tatsache, dass halt eben die Entwicklung der Atombombe und der Bedarf, im Kalten Krieg fortschrittlich zu sein, die Physik als Leitwissenschaft fördert, während in der Bundesrepublik die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus eine viel größere Rolle spielt und auch die Frage, inwiefern Wissenschaft, die Medizin, Biologie, aber auch also Anthropologie das Regime gestützt haben und aktiv am Regime, am Massenmord im Holocaust, an Experimenten mit KZ-Häftlingen teilgehabt haben und natürlich auch die öffentlich geförderte Forschung, wenn man sich zum Beispiel das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie anguckt, dessen Leiter Faschur Experimente zur Zwillingsforschung im Nationalsozialismus gemacht hat. Und gerade in den 1970er und 1980er Jahren, als es die neuen Möglichkeiten der assistierten Reproduktion, der Gentechnik, der Stammzellenforschung, als die aufkommen, das ist genau der Zeitraum, als in der Bundesrepublik Historiker anfangen, sich mit diesen Verstrickungen zu beschäftigen und gleichzeitig aber auch Opferverbände, also zum Beispiel von Opfern der Zwangssterilisation in der Bundesrepublik, anfangen, Entschädigungen zu fordern, sodass da die Debatte halt eben in einem ganz anderen Kontext geschieht, nämlich in dem Kontext, dass die Wissenschaft eingegrenzt werden muss durch eine Ethik der Medizin, durch eine Ethik der Wissenschaft, um so etwas wie ein Massenmord oder die eine Art Ausartung der Wissenschaft in einem faschistischen Regime zu verhindern. Also im Grunde eine in Deutschland historisch bedingt sehr viel größer ausgeprägte oder stärker ausgeprägte Skepsis der Forschung gegenüber und der gesellschaftlichen Verantwortung von Forschung gegenüber und die Sorge, dass die Forschung sich ein bisschen davontragen lassen könnte und dass man deshalb die Forschung einhegen muss, während in den USA, so verstehe ich sie, überwiegend die positiven Folgen und Erträge von Forschungsarbeit gesehen wurden und vielleicht auch bis heute gesehen werden. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Unterschied, wenn wir auch über Medizingeschichte und den Umgang mit medizinischen Fortschritten in der Gegenwart sprechen. Ich würde an dieser Stelle gern noch zu einigen weiteren Follower-Fragen kommen. Und die erste Frage würde ich an Frau Rösch geben. Zitat, in Debatten um Geschlechtergerechtigkeit wird auch immer wieder die Pille für den Mann thematisiert. Spielte diese auch schon in den deutschen und amerikanischen Diskursen zur Einführung der Pille eine Rolle? Ein sehr spannender Punkt, wenn wir über Familienplanung sprechen, die ja normalerweise traditionell eher Aufgabe der Frau war, gesellschaftlich gesehen. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also zum Beginn der Entwicklung der Antibabypille wurde die Pille für den Mann nicht mitdiskutiert, sondern da ging es eher darum, dass Margaret Sanger, also die Gründerin von Planned Parenthood, die sehr viel eigene Initiative und in die Entwicklung der Antibabypille gesteckt hat, Forschungsgelder zusammengesucht hat für die Pille, die hat 1932, als sie das erste Mal ihre Idee einer medikamentösen Verhütungsmethode vorgestellt hat, explizit gesagt, sie möchte ein Verhütungsmittel entwickeln, welches die Frau unabhängig macht von der Kooperation des Mannes. Also da ging es eigentlich um die Emanzipation der Frau, dadurch, dass es ein Verhütungsmittel gibt, bei dem der Mann nicht mitmachen muss.
Und diese Idee entstand in den ersten Jahren der Antibabypille weiter. Also die Pille wurde in den USA 1960, in der Bundesrepublik 1961 eingeführt. Und erst mit den Debatten um die Nebenwirkungen der Pille, die in den USA öffentlich wirksam ab 1970 geführt werden, in der Bundesrepublik, einfach weil in den 60er Jahren extrem wenige Frauen die Pille genommen haben, werden diese erst ab ca. 1976, 77 öffentlich diskutiert. Und ab dann kommt auch die Frage auf, sollte es nicht eine Pille für den Mann geben? Das wird in den 70er, 80er Jahren immer wieder diskutiert. Es finden sich immer wieder Quellenbeispiele, die sagen, können wir das nicht auch entwickeln? Wobei Forscher in den 60er Jahren ganz plakativ gesagt haben, es ist einfacher, die Entwicklung einer Eizelle zu kontrollieren, als die Entwicklung von Millionen Spermazellen. Und das war das Argument in den 60er Jahren. Also Ihre Ausführungen finde ich gleich doppelt interessant. Das eine ist die Frage, wie viel Transparenz, wie viel Information braucht man im Zusammenhang mit bestimmten medizinischen Technologien, medizinischen Möglichkeiten. Darüber würde ich gleich gerne reden. Aber zunächst würde ich gerne eine weitere Follower-Frage vorlesen, weil die genau da anschließt, wo es darum geht, welche Rolle spielt eigentlich die Pille? Traditionell heißt es in der Frage, gab es die vorherrschende Diskursfigur der Pille als Emanzipationsinstrument, sexuelle Selbstbestimmung der Frauen. Das ist das, was Sie eben auch erwähnt haben, unabhängig vom Mannwerden an der Stelle. Jetzt aber heißt es in der Frage, wird eine Diskursfigur der Pille als ungerechte Bürde für die Frau, Verhütung als alleinige Frauenaufgabe gesehen? Und der Eindruck des Fragestellers oder der Fragestellerin ist, dass sich da etwas verschiebt. Von der ersten Diskursfigur Befreiung zur zweiten Diskursfigur Bürde. Ist das auch Ihr Eindruck? Lässt sich das erklären? Ja, also den Eindruck teile ich und ich würde diese Diskursverschiebung im Laufe der 1970er Jahre festmachen. Und zwar ist es, wie gesagt, bis Ende der 1960er Jahre so, dass die Pille als technologische Möglichkeit der Emanzipation der Frau geht. Ich werde mich jetzt am deutschen Beispiel entlang handeln. Da fordert die Frauenbewegung, die um 1968 aus der Studentenbewegung heraus entsteht, zunächst die besseren Zugang zur Pille und die Übernahme der Kosten für Verhütung durch die Krankenkassen, weil sie auch Verhütungsmittel, nicht nur die Pille, sondern auch die Spirale, andere Verhütungsmethoden als Methoden der sexuellen Befreiung sehen. Das ändert sich so etwa 1973, 74, als immer mehr Frauen ihre Sorgen um die Pille äußern, Sorgen um Nebenwirkungen, um nicht genügend Informationen. Dann wird zunächst die Pille aber, also innerhalb der deutschen Frauenbewegung, die natürlich auch sehr stark studentisch, auch sehr stark politisch links, von der marxistischen Theorie geprägt ist, werden zunächst Abhängigkeitsverhältnisse reflektiert über die, dass die Pille die Frau in ein Abhängigkeitsverhältnis zur Pharmaindustrie bringt. Und im Laufe der 1970er Jahre entsteht dann immer mehr der Diskurs, dass die Pille eher eine Bürde für die Frau ist als ein Instrument der Befreiung. Und dadurch entstehen natürlich dann auch wiederum Forderungen, dass Männer diese Bürde auch teilen sollen und warum es dann nicht auch ein medizinisches Verhütungsmittel für Männer gibt. Womit wir wieder bei der Pille für den Mann angekommen sind. Und im GED-Blog, Frau Rösch, haben Sie ausgeführt, anhand der 60er Jahre Debatte bereits über die Antibabypille zeige sich, wie wichtig Information und Transparenz über medizinische Risiken und Nebenwirkungen in der Entscheidungsfindung von Patienten seien. Und offenbar ist es ja so, auch das habe ich eben rausgehört, dass diese Transparenz, was die Pille anging, in Deutschland früher vorhanden war, früher diskutiert worden ist als in den USA. Herr Jansen, spricht auch das wieder für unsere These vorhin, dass in den USA zunächst einmal wissenschaftliche Fortschritte weniger und ich sage mal positivistischer behandelt worden sind und man sich erstmal gefreut hat und nach den negativen Folgen erstmal nicht fragen wollte?
Also sozusagen eine kritische öffentliche Begleitung von Forschung insgesamt, glaube ich, kann man schon ungefähr parallel auch zur europäischen Entwicklung insgesamt sehen. Also seit den 70er Jahren, Frau Rösch hat ja auch schon mehrere Beispiele im Grunde gebracht, die sich da sehr gut also miteinander mit verknüpfen lassen. Und das ist in den USA sicherlich eben auch so. Die Fragen haben sich vielleicht verändert, die an die Forschung gestellt werden, mit der die Forschung begleitet wird. Also zum Beispiel Biologie, 1970er Jahre, eine große Debatte entspann sich zur Sicherheit bestimmter Forschung. Aber diese Sicherheitsfragen richteten sich vornehmlich zunächst auf Labormitarbeiter. Also die Frage auch, inwiefern Labormitarbeiter von bestimmten Dingen nun also eigentlich geschützt werden müssen und noch nicht so sehr auf die Auswirkungen in, sag mal, in der Landschaft, in der breiten Bevölkerung. Und das Thema Abtreibung, das Thema Status des Embryo, das kommt natürlich dann noch viel später dann hinzu. Also dieses Thema war schon relevant für die Forschung auch seitdem, aber drängend wird es dann eben erst in den späten 90er und 2000er Jahren. Mhm. Und es wird eben auch drängend dann, weil es, also man könnte auch sagen, In der Forschung gilt es ja doch auch abzuwägen zwischen verschiedenen Zielen, teilweise konfligierenden Zielen. Auf der einen Seite gilt es natürlich, die Integrität von Leben zu bewahren, ganz klar. Auf der anderen Seite wird die aber auch dadurch bewahrt, indem man neue Therapien entwickelt, also Patienten behandeln kann. Und die Konstellation, die sich dann eben in den 90er Jahren ergibt, ist, dass über die Stammzellenforschung und das Klonen die Forschung in der Lage ist, die Kritiker der embryonalen Forschung erstmals auch in die Defensive zu drängen. Und das ist, glaube ich, für die amerikanische Entwicklung dann eine sehr wichtige Dynamik, die in Deutschland so nicht, sagen wir mal, notwendig ist, weil einfach die Abtreibung und die Embryonen, weil einfach das Framing der ganzen Forschung ein anderer ist. Also Frau Rösch hat ja ausgeführt, die wichtige Bedeutung der Eugenik, Folgen der Eugenik-Debatten zum Nationalsozialismus, die für Deutschland viel bedeutender sind. Aber das ist in den USA eben dann kulturpolitisch ein sehr wichtiger Hebel, um sozusagen auf progressiver Seite, wissenschaftsaffiner Seite auch mal die Möglichkeit zu haben, die Konservativen auch in die Defensive zu drängen. Und unglücklicherweise hat sich das dann mehr und mehr auch parteipolitisch aufgegleist und das ist natürlich nie eine gute Entwicklung, wenn es um Forschung geht. Vielleicht nochmal das Thema Risiken und Nebenwirkungen. Frau Rösch nachgefragt, weil Sie das so explizit betont haben, auch im Blog, die Information, Transparenz über Risiken und Nebenwirkungen seien für die Entscheidungsfindung eben von Patientinnen sehr wichtig. Haben Sie den Eindruck, dass diese Transparenz auch in der deutschen Debatte, in der amerikanischen Debatte immer mal wieder fehlt? Und wenn ja, woran mag das liegen? Genau, also dieses Statement bezieht sich auf ein tatsächliches Fallbeispiel, was ich in meiner Forschung gefunden habe. Und zwar geht es darum, dass Planned Parenthood, also der amerikanischen Familienplanungsbehörde, schon ab 1960, 61 Fälle bekannt sind, in denen Frauen, die Pille genommen haben, an Thrombosen erkrankt sind. Und Planned Parenthood entschließt sich aber bis 1968, eine mögliche Thrombosengefahr der Pille nicht öffentlich zu machen, weil sie sagen, die positiven Effekte der Pille überragen die Sorgen um Nebenwirkungen, währenddessen Pro Familia, also die deutsche Familienplanungsbehörde, schon ab 1962 alle Mitglieder informiert und es auch Interviews gibt mit Pro Familia-Mitgliedern, die in den frühen 60er Jahren über die mögliche Thrombosengefahr sprechen. Und als in den USA dann 1969 die Journalistin Barbara Seaman ein Buch veröffentlicht zu den Gefahren der Pille, wo sie halt eben ganz explizit auch auf die Thrombosengefahr hinweist, sorgt das halt eben für einen riesengroßen öffentlichen
Aufschrei. Es gibt eine Senatsanhörung und man kann nachweisen, dass nach dieser Senatsanhörung einfach die Pillennutzerzahlen extrem sinken und es eine extreme Verunsicherung innerhalb der amerikanischen Bevölkerung gibt, während man in der Bundesrepublik zur gleichen Zeit eigentlich konträre Proteste findet, dass es mehr Frauen gibt, die dafür demonstrieren, dass sie die Pille nehmen wollen, dass sie mehr Zugang zur Pille haben wollen, weil Ärzte in der Bundesrepublik einfach viel vorsichtiger waren in der Verschreibung. Und wenn man sich die Debatten im Laufe der Jahre anguckt, also es kommt ja immer wieder, alle paar Jahre wieder, gibt es einen neuen Aufschrei darüber, dass es die Thrombosengefahr der Pille gibt, was darauf hindeutet, dass Frauenärzte sowohl hier als auch in den USA Patientinnen immer noch nicht darüber informieren. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, dafür die Entscheidung zu treffen, welches Verhütungsmittel eine Frau benutzt, dass sie auch weiß, welche schwerwiegenden Nebenwirkungen jedes Verhütungsmittel hat. Und daher halte ich es für wichtig, nicht nur jetzt, was die Frage von Verhütungsmitteln angeht, aber zum Beispiel auch, was die aktuellen Diskussionen über einen möglichen Impfstoff gegen Covid-19 haben, dass halt so schnell wie möglich über mögliche Nebenwirkungen, über mögliche Risiken informiert wird, um einfach Vertrauen und Transparenz zu schaffen. Dahinter steckt dann natürlich auch die Erwartung oder der Optimismus, dass die Menschen in der Lage sind, Informationen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, auch entsprechend zu gewichten und man ihnen nicht paternalistisch Dinge vorenthalten muss, weil sie das sonst nicht entsprechend verarbeiten können und darum muss man sie vor der Wahrheit bewahren, um es mal so zu formulieren. Das ist natürlich schon interessant, weil, wie Sie sagen, langfristig gesehen das Vorenthalten von Informationen zu einer deutlich kritischeren Einstellung führen kann, als wenn man eben von Anfang an die Probleme offenlegt. Mhm. Herr Janssen, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie bedauern, dass es so eine Art Aufgleisung oder eine Spaltung gibt in politische Lager, was das Thema Umgang mit Wissenschaft angeht. Und das passt ganz gut zu einer weiteren Follower-Frage, die ich gern schon so gegen Ende unseres Gesprächs stellen würde. Welchen Einfluss auf die Medizingeschichte der USA im Allgemeinen und Familienplanung im Speziellen wird Präsident Trump haben? Und ich erweitere die Frage nochmal, welchen Einfluss wird Trump haben auf die Wissenschaft in den USA insgesamt und deren Standing? Herr Janssen? Gut, sehr wichtig wird natürlich insgesamt sein, wie lang die Ära Trump anhält, ob das nun 4 oder 8 Jahre sind. Länger darf er ja hoffentlich nicht. Ja, also es ist natürlich sehr schwierig, also weil also es liegt ja auf der Hand, dass die Schäden gegeben sind und dass durch Entscheidungen, die aus politischen Interessen heraus getroffen wurden, Organisationen wie zum Beispiel die CDC, also Center for Disease Control and Prevention und andere Institutionen in den USA Schaden genommen haben, weil zum Beispiel politische Akteure oder aus politischen Entscheidungen heraus auch die Glaubwürdigkeit der Entscheidungen in der Öffentlichkeit abgenommen hat. Und das ist natürlich keine gute Entwicklung. Und sagen wir mal, wenn es 4 Jahre bleiben, dann kann man hoffen, dass die Selbsterhaltungskräfte groß genug sind, um das auch wieder in Ordnung zu bringen. Aber man wird sehen müssen. Also insgesamt ist es aber auch ungünstig, dass eben diese Aufgleisung schon seit einigen Jahren zu beobachten ist und das ja zum Beispiel auch schon im Präsidentschaftswahlkampf 2004, als George W. Bush die Wiederwahl errang, Demokraten versuchten auch gerade über das Thema Wissenschaft sehr viel Druck auszuüben. Und das einseitige
Evozieren von Wissenschaft und das Einstehen für Wissenschaft ist, glaube ich, insgesamt eine schwierige Situation. Mhm. Frau Rösch? Also zum einen gibt es schon einen merklichen Einfluss der Trump-Administration, da Trump durch verschiedene Executive Orders die Finanzierung von Institutionen wie Beratung zur Familienplanung anbieten, gekürzt hat. Planned Parenthood finanziert sich zum Beispiel mittlerweile komplett aus Spenden. Auch eine andere Executive Order hat Arbeitgebern, die Krankenversicherung für ihre Arbeitnehmer bereitstellen, die Erlaubnis gegeben, zu verbieten, dass Verhütungsmittel über die Krankenkasse finanziert werden. Und allgemein ist natürlich, also es sind weitere Executive Orders, die die Finanzierung von Forschung im Bereich Reproduktionstechnologien, im Bereich Stammzellen, im Bereich in kontroversen Bereichen allgemein stützen, dass da die Finanzierung durch Executive Orders weggefallen ist. Und natürlich ist die zweite Gefahr die Besetzung des Supreme Courts durch Richter, die diese Executive Orders aufrechterhalten. Das ist, denke ich, momentan das, was die langfristigste Prägung der Ära Trump auch sollte, egal wie die Wahlen in 3 Wochen ausgehen. Das wird die langfristigste Prägung dieser Ära sein. Unser Gespräch ist initiiert worden von Geisteswissenschaft im Dialog. Darum natürlich auch noch die Frage, was macht die Ära Trump mit den Geisteswissenschaften? Wenn wir darüber sprechen, dass medizinische, technologische Entwicklung Auswirkungen haben, ist das ja nicht nur eine Frage für Mediziner, nicht nur eine Frage für Naturwissenschaftler, für Ingenieure, was auch immer, Biowissenschaftler, sondern ganz wichtig eben auch für Sozial- und Geisteswissenschaftler. Und daher meine Frage, und das ist mein Abschluss, meine abschließende Frage an Sie beide, was passiert da gerade aktuell in den USA? Wir hören viel von Kürzungen, wir hören viel auch von Verunglimpfungen von geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Was müssen wir noch erwarten oder befürchten, Herr Jansen? Also insgesamt denke ich, ist das Wissenschaftssystem schon recht robust, aber wie Sie sagen, die Kürzungen und also die wirtschaftliche Lage ist natürlich ganz schlecht. Also es gibt im Grunde keine neuen Stellen, auch zum Beispiel in der Geschichtswissenschaft für junge Forscherinnen und Forscher, die es ermöglichen würde, dort also eine Karriere anzustreben. Momentan ist das also jedenfalls massiv erschwert. Dazu kommen natürlich auch noch jenseits gewissermaßen der ökonomischen Situation auch die Frage, wie man gewissermaßen bezogen auf Netzwerke und auch thematisch auf die Entwicklung reagiert. Und wir spüren hier am Deutschen Historischen Institut in Washington schon ein sehr großes Interesse von Kolleginnen und Kollegen, trotz dieser Entwicklungen, die ja auch geprägt sind durch eine sehr starke Betonung des Nationalen und der vermeintlichen Eigenständigkeit auch in der Entwicklung, also diese Netzwerke nach wie vor zu bespielen und zu nutzen und also nicht fallen zu lassen. Also das ist etwas, was wir hier sehr stark wahrnehmen und das wir natürlich auch versuchen zu unterstützen, denn jenseits des Politischen gibt es natürlich sehr viele andere gesellschaftliche Bereiche und die Wissenschaft gehört dazu, diese transatlantischen Dimension weiterhin auch auszugestalten. Mhm. Frau Rösch, ist es für eine Wissenschaftlerin, eine Geisteswissenschaftlerin gerade eine schlimme oder eine besonders spannende Zeit in den USA zu sein? Gute Frage. Also einerseits sind natürlich die Unsicherheiten, die man hier momentan erlebt, auch was die Pandemie angeht und die Frage, welche Bibliotheken, welche Archive haben geöffnet, machen es einfach sehr schwer. Aber ich glaube, das ist nicht nur USA-spezifisch. Es ist aber
andererseits auch eine sehr interessante Zeit, Dinge zu beobachten, auch zu sehen, welche Initiativen es aus der Wissenschaft heraus gibt. Zum Beispiel Aufrufe darüber, die Jetztzeit archivarisch zu dokumentieren. Das ist einfach sehr spannend, das mitzukriegen. Es ist so ein bisschen, als wenn man selber auf anthropologischen Feldforschungen einfach die ganzen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Auseinandersetzungen vor Ort live beobachten zu können. Ja, herzlichen Dank. Das war die zweite Folge der Interviewreihe Schöne neue Welt, Chancen und Grenzen des medizinischen Fortschritts in Geschichte und Gegenwart. Frau Rösch, Herr Jansen, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank von meiner Seite. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Wiader. Tschüss. Tschüss.